Ihr wollt, dass sie euch interessant finden. Natürlich auch sexy. Aber das reicht doch nicht auf Dauer. Na endlich. Nein, nein, mir geht's gut, aber eine von meinen Teilnehmerinnen ist tot. Kannst du jetzt vielleicht nicht doch herkommen? Ich brauch dich. Nein, ich hab keine Stimmungsschwankungen. Ja, ich weiß, dass wir Berufliches und Privates trennen. Aber kannst du nicht ein einziges Mal da sein für mich? Da. Das haben wir nochmal rausvergrößert. Bitteschön. Ach. Und ich bin die mit den Stimmungsschwankungen. Ja. Im ganz Kitzbühel und Umgebung ist kein einziges Zimmer mehr frei. Da hast du noch deinen Willen. Und was ist mit München? München. Ich habe die ganze Nacht mit der Polizei gesprochen. Die denken, ich habe diese Dings umgebracht, diese Marina. Marlene. Ja. Mein ganzes Leben ist im Arsch. Weil du was gehabt hast mit der. Sonst wäre das alles nicht passiert. Fängst du es auch damit an? Nix war mit der. Dabei hast du mir geschworen, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich meine Teilnehmerinnen zu deinen Events schicke. Hey, da war nichts. Hör auf damit, hör auf mit dieser Eifersucht. Naja, es wird sich sowieso nicht wiederholen. Dafür habe ich gesorgt. Das fehlt dir noch, dass mir eine von diesen armseligen Weibern mir den Mann ausspannt. Was soll das jetzt heißen? Was soll das eigentlich heißen? Dein ganzes Leben ist im Arsch. Nur weil ich einmal die Polizei befragt? Die ist Journalistin? Hm. Ich geh duschen. Oh, Entschuldigung, falsches Zimmer. Sie bekommen sowieso noch Geld von mir zurück. Für die fehlenden Kurstage. Und nachdem Sie bar bezahlt haben? Ach so, da nicht das falsche Zimmer. Sie werden unser Leben ganz sicher nicht zerstören. Sie werden diesen Artikel widerrufen. Wenn ich ein Interview kriege? Sonst gibt's einen schönen Artikel über seine Pleite als Draufgabe. Hilfe! Hilfe! Aufmachen! Nein! Wer ist das? Weg von dir! Weg! Zurück! Hinsetzen! Sitzen bleiben! Schnell! Jetzt kommen!